Und damit herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Clash Royale mit mir, dem Toto aka Thorsten oder auch andersrum, bei dem Clan UWL Teutonen im Spiel Clash Royale. Was wollen wir heute machen? Wir wollen ein wenig Clash Royale cheaten. Ich habe mir nämlich ein bisschen Verstärkung von dem ersten Stock dazu geholt, nämlich den... Basti. Den Sebastian, einer meiner Jungs, der natürlich viel, viel besser Clash Royale spielt als ich. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir spielen heute Abend mal ein wenig zusammen, da wir unsere Decks nämlich kennen. Und das Coole ist, wir können zu zweit uns nämlich hier so ein bisschen in die Karten reinschauen. Und ich würde sagen, ich kenne jetzt auch sein Deck, sehe auch genau das, was er macht. Er sieht genau das, was ich mache. Und dementsprechend können wir hier sicherlich den einen oder anderen Gegner rocken. Ja, man könnte das jetzt als Cheaten bezeichnen, aber ich finde, das ist schon eine richtig coole Sache hier, was uns natürlich so Familienzweisamkeiten hier bieten. Und dementsprechend können wir natürlich auch unsere Truppen setzen. Jeder kennt das Deck des anderen, auch der Basti kennt hier mein Deck an der Stelle und weiß, wie wir eigentlich vorzugehen haben, aber ja, Gegner ist nicht schlecht. Kann man nicht anders sagen. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie der Basti seine Truppen und seine Sachen hier zieht, aber wir müssen schon so ein bisschen leider verteidigen. Und da ich auch nicht genau weiß, wie er eigentlich sein Deck hier spielt, müssen aber jetzt schon am linken Turm hart verteidigen und haben uns zwei Leute ausgesucht, die hier ihre Ofen spammen. Das ist natürlich richtig kacke. Ach, Mann. Sebi, da müssen wir die Ofen jetzt erstmal so ein bisschen irgendwie wegkriegen. Mal gucken, wie wir das machen. Der Riese hier unten links geht sicherlich jetzt durch mit dem Elektromagier und ich denke mal, den Turm haben wir fast verloren. Haben wir noch nicht verloren, haben wir noch Glück gehabt. Okay. Da müssen wir mal gucken, dass wir da jetzt irgendwie mal rankommen. Ja, das macht nichts, dass er dann Holz hintersetzt. Ich setze da mal meine Musketieren hinter. Mal schauen, ob die Elite-Barbaren jetzt so ein bisschen aufhalten kann. Jetzt haben wir natürlich hier nichts für die Masse. Das ist blöd, aber die können wir zumindest kurz mal aufhalten. Aber unser Turm hier unten ist natürlich schwer in Gefahr. Und wir müssen pushen, sagst du? Okay, dann lass uns mal pushen. Ich weiß nur noch nicht, womit wir hier pushen. Auf der rechten Seite, okay. Das heißt also, wir geben den linken Turm hier ganz auf, oder wie hast du dir das vorgestellt? Weil der ist jetzt nämlich gleich schon weg. Okay, ach so, das kann er sowieso machen. Ja, warte, und ich hau hier noch einen Packer mit rein. Dann überlassen wir ruhig ihn seinen Turm dort und ich ziehe hier hinten mal ein Gift aber rein. Ja, das macht nichts. Okay, gucken wir mal. Ich hab ja noch. Ach so, okay. Dann ziehe ich da mal die Lakaien hinterher. Und den. Und das Holz hier. Das müssen wir irgendwie packen. Oh, das sieht nicht gut aus, Basti. Das sieht nicht gut aus für uns beide hier. Ich glaube, den haben wir nicht ganz gewonnen oder ganz verloren. Den haben wir leider verloren. Das muss besser werden. Vielleicht nehmen wir andere Decks oder so. Soll ich was bei mir verändern oder du eher bei dir was? Was meinst du? Ja, warte. So, Basti checkt jetzt kurz mal mein Deck. Und meine anderen beiden Decks. Wollen wir mal gucken, dass wir wenigstens hier einen Kampf durchcheaten. Mal gucken. Was meinst du, was man da rein kann? Wir könnten so ein Doppelblitz. Okay, Doppelblitzdeck, ja. Dann, ja, hast du ausprobiert. Okay, kurz gespendet. Dann gib mal mein Daddelgerät wieder her. Und, ah, du hast schon wieder gefordert, okay. Ah, nee, jetzt bist du mit einem anderen drin. Okay, das ist egal. Da können wir nichts machen. Dann dokumentieren wir einfach den Kampf. Das ist ja auch keine schlechte Sache. Das heißt, der Basti kämpft jetzt mit den Kenan hier. Die nächsten 3 Minuten. Mal gucken, wie die beiden sich hier schlagen. Da ich natürlich jetzt das Basti-Deck einsehen könnte, verrate ich aber mal nichts, denn
das wäre jetzt auch ein bisschen doof. Das würde den Kommentar hier natürlich so ein bisschen runterziehen. Aber das sieht erstmal noch ganz gut aus. Der Wirbelsturm hat den Gegner jetzt nicht wirklich weitergebracht. Vorne stehen zwei Elektromagier und die beiden zusammen, die machen natürlich richtig Schaden. Jawohl, erster Turm gepackt. Super. Der Feind ist schon am Rumheulen. Das kann er auch ruhig. Jetzt kommt der Scharfrichter. Der macht natürlich Luft und Boden. Jawohl, da brennt nichts an hier. Und ich sehe, dass der Kenan auch so einen Ofen im Deck hat. Ah, 7er Ofen scheint ganz gut zu sein. Jetzt kommt der Gegner allerdings auf der linken Seite, haut hier einen Wut mit rein. Und wenn der Inferno-Drache hier natürlich einmal pustet, aber schafft er nicht. Super. Das war der Elektromagier, der da alles weggeschafft hat. Und die beiden sind jetzt schon rechts oben an dem Turm dran. Der Scharfrichter schafft noch einen Hit. Nee, schafft er keinen mehr. Aber jetzt kommt schon der Rambock. Der läuft natürlich durch. Egal. Oh, der Wirbelsturm. Ah, schade. Der Wirbelsturm hätte fast den Rambock bis an den Turm gestürzt. Und dann wäre das natürlich der Turm gewesen. Aber an der Stelle hier machen die nicht mehr ganz den Schaden. Okay. Sieht aber noch gut aus für die beiden Jungs. Denn die beiden Türme rechts und links von den beiden sind überhaupt noch nicht angeschlagen. Und da muss man sich auch nicht ärgern. Auch wenn hier jetzt zwar eine starke Truppe kommt, aber sie werden kurz abgelenkt, haben jetzt allerdings noch richtig Healpoints. Da müssen die beiden ein bisschen aufpassen. Der Feuerball auf den Turm rechts unten war sicherlich unnötig vom Feind. Und die beiden pushen hier einfach weiter durch. Jawohl. Oh, jetzt kommt links wieder der Inferno-Drache, Sebi. Da muss er aufpassen. Ja gut, den habt ihr gut gekontert, glaube ich. Aber da ist noch der Ritter mit da drin. Inferno-Drache ist weg. Der Ritter geht auf den Ofen. Und ihr kriegt zwar nichts mehr durch, aber 20 Sekunden kommen. Da geht noch ein Blitz oder ein Feuerball oder irgendwas da hinten. Jawohl. Super, drei Sterne. Ich bin Clash of Clans verseucht. Super, drei Türme. Und mal gucken, ob ich jetzt noch eine Runde mit dem Basti spielen kann. Okay, Basti, dann forder mal. Dann komme ich mit rein. Ja. Ja, ich bin drin. Okay, wir beide sind wieder zusammen. Und dann lassen wir es nochmal angehen. Ich habe kurz, ja, beziehungsweise der Basti hat bei mir ein bisschen umgestellt. Ich habe jetzt den, was habe ich im Deck? Den Blitz im Deck. Okay, oh, da müssen wir schon ein bisschen kontern. Also und soll ich mal einen Blitz? Ja, ja, lohnt er sich? Ah, okay. Basti weiß einfach, weiß einfach viel besser, wie man hier diese Decks spielt, muss man sagen. Und wir pushen jetzt, würde ich sagen. Ich setze noch einen Packer davor und du noch einen Elektromagier. Ja, das sieht gut aus. Ich sepp hier unten, brauchst nichts machen. Gut, da ist nichts angebrannt hier unten. Und ich würde sagen, ja, der Turm, der Packer braucht nur ein, zweimal zuschlagen, dann ist der Turm weg. So einfach ist das hier, nämlich bei Clash Royale, wenn man zu zweit spielen kann und sich ein wenig in die Karten schauen lassen kann. Hat so ein Gegner hier relativ wenig zu lachen, aber wir haben ja eben gesehen, die beiden anderen waren relativ gut. Wo gehen wir rauf? Rechts, links oder wollen wir die Mitte machen? Du musst ein bisschen lauter sprechen, Sebi. Sonst hören dich meine Zuschauer nicht. Okay, ich setze den da mal dahinter. Und ich komme aber hier mit den Lakaien so ein bisschen zum Ablenken. Und du hast gesagt, wir gehen auf die Mitte, dann machen wir das auch mal. Ich ziehe mal mein Schwein rein. Oh, das war natürlich doof für ihn mit dem Golem. Unser Schwein geht jetzt schon durch. 4018 noch sein Turm auf der anderen Seite. Okay. Ja, ist ja gut. Warte, ich hau hier noch einen Packer mit davor. Der macht jetzt noch den Rest des Golems und der kommt überhaupt nicht durch. Das sieht noch richtig gut aus für uns. So, pass mal auf, hier hauen wir jetzt mal die Queen mit rein. Ja. Die Queen, ja, ich weiß, die Queen. Die Prinzessin, so heißt sie, ja. Und dann kann die hier ganz in Ruhe auf den Turm feuern. So, jawohl. Ja, geht doch. Ja. So einfach ist das. Wunderbar. Ich würde sagen,
Warte mal eben, wir machen noch einen. Okay, auf geht's in die letzte Runde. Ja, dann hauen wir auch mal rein, würde ich sagen. Und Basti fordert wieder einen Kampf. Ich bin sofort bereit, trete dem Kampf sofort bei. Wir sind beide in einem Spiel. Das hat geklappt, Basti? Ja. Gut. Ja, ich kenne jetzt mittlerweile dein Deck. Macht Laune, muss ich sagen. Auch das Aufnehmen ist echt bockig. Okay, was setze ich davor? Ich würde sagen, ich hau mein Packer direkt mal davor, ne? Weil die gehen ja in jedem Fall auf den Turm. Und dann ziehen wir noch so ein bisschen was nach. Dann hat der Gegner erstmal ein bisschen Trouble da. Ich konnte übrigens mein... Nicht mein... Oh, warte. Oh. Jetzt muss ich... Ah, ich sehe jetzt, der kostet 6. Der dicke Blitz hier. Warte, ich habe meinen sofort bereit. Und den haue ich hier jetzt mal rein. Oh nein, doch. Oh, okay, das haben wir gerade noch so geschafft. Ich habe gar nicht gesehen, dass der so... Ich habe gar nicht gesehen, dass der so teuer ist. Und der Gegner ist schon ziemlich hart an unserem Turm rechts unten dran. Da müssen wir jetzt was tun. Was machen wir? Elixier sparen. Okay, Elixier sparen. Dann sparen wir mal Elixier. Ich weiß nur noch nicht, wie wir das Elixier hier sparen wollen. Aber er wird das schon wissen, wie er hier etwas macht. Und jetzt müssen wir hier schon wieder hart verteidigen. Das ist natürlich doof, aber ein bisschen Aggressivität von unserer Seite müssen wir auch an den Tag legen. Allerdings scheint sich der Gegner hier auch irgendwie zu kennen, weil die beiden, also unsere Gegner, spielen hier ein gutes oder gute zwei Decks. Kann man nicht anders sagen. Und da tun wir uns im Moment ein bisschen schwer mit. Hat er eigentlich schon einen Zauber gesetzt, unser Gegner? Nee, hat er noch nicht. Hat er noch nicht? Okay. Das heißt also, unter Umständen haben wir ein bisschen Glück, dass wir den Turm nicht mit einem Sepp oder sonst was verlieren. Aber, das ist natürlich doof. Eieieiei. Okay. Gerade noch so geschafft mit der Prinzessin. Oh, Basti, das sieht nicht gut aus. Okay, er setzt dann fast, wir scheißen auf den Turm hier unten, ist egal. Und gucken mal, dass unser Schwein jetzt durchgeht mit dem Riesen hier hinten. Du wirst ja jetzt noch ein bisschen was blitzen, das habe ich jetzt gerade gesehen. Ja, okay. Wenn mein nächster Blitz bereit ist, ich weiß nicht genau. Ah, doch, wir haben den Turm. Okay, dann müssen wir jetzt aber so ein bisschen hier verteidigen. Da kommen wir jetzt nicht rumrum. Und ich setze mal hier hinten meine Prinzessin, da kommt im Moment keiner. Oh, der Turm ist auch down. Mensch, sag das doch. Hab ich doch. Ja, viel zu spät. Scheiße. Mann, ey. So ein Mist. Komm, wir müssen jetzt den OP-Push. Ja, okay. Wir müssen den OP-Push nochmal ansetzen. Dann machen wir das auch. Letzten 9 Sekunden laufen. Das wird kein OP-Push, mein Junge. Doch. Nein, das wird... es sind noch 3, 2... Es ist aus. Okay. 3 Kämpfe, einen gewonnen, Sebi, das ist in Ordnung. Oder was meinst du für den Abend? Ja. Ja, kann man nichts machen. Wir haben so ein bisschen was für die Truhe eingeholt. Ihr seht selber, wir haben 7 von 10, 18 von 40. Geht also noch so weiter. War ein ganzer Tag hier, wo wirklich viel geclasht wurde. Wir haben so ein bisschen im Deck umgestellt. Ich stelle aber trotzdem hier wieder was rein. Was hatte ich denn hier im Deck? Ja, Gift. Ich packe da mein Gift wieder rein, mache noch ein paar Solo-Games, dass ich noch mal vielleicht dann doch noch eine andere Liga erreiche und mit 2412 bewege ich mich nach wie vor in Arena 8. Und dann sehen wir uns, denke ich mal, in einer weiteren Folge Clash Royale. Wenn euch diese Folge hier gefallen hat mit uns beiden, dann lasst einen Daumen nach oben da. Am Ende des Videos könnt ihr mich abonnieren und ich verlinke euch auch den Kanal vom Basti bei mir mal unten drin. Der macht nämlich richtig nette Minecraft-Videos und bis dahin, euer Toto. Clasht. Tschüss.